Oh! Alter! So, wir sind wieder am Wasser. Wir angeln heute auf Barsche, Zander und Hechte. Vor allen Dingen mit Dropshot und Carolina-Rig. Und ja, werden hier eine Kante anangeln. Wir sind an einem großen Natursee, die ungefähr von 6 auf 10 Meter geht. Da stehen die Fische dran. Und wir gucken mal, das Echolot. Ja, ein paar Sicheln sind da. Wir werden jetzt diese Sicheln anangeln und hoffentlich euch gleich schöne Fische in die Kamera halten. Ja, und ihr seht die angekündigten Futterfische zahlreich auf 6,7 Meter. Die Kante geht jetzt hoch. Und wahrscheinlich wird es jetzt gleich aufhören, weil die wirklich nur zwischen so 6 und 8 Metern stehen. Da zack, wie angekündigt, da ist nichts mehr. Genau, wir ankern jetzt so auf 5, 6 Metern, beziehungsweise 5 Metern und werfen dann in diese 8 Meter Bereiche und zuppeln da die Raubfische raus. So, die Fische sind da. Carsten ist am Basteln. Ganz wichtig ist, dass man sich im Boot immer schön zustellt, dass man kaum Platz hat. Kaum Platz hat, um irgendeinen großen Fisch zu lösen, weil dann klappt es auch immer. We have found the purses, I think. Warum? Jetzt haben wir Pech. Was ist hier denn los? Rumble in the Zumble?
ist irgendwas dran. Ein Hecht oder so. Oder ein fetter Perz. Hecht. Geil. Herz. Not jumping. Please. Kannst du mir kurz helfen? Alles gut, ich habe alles im Griff. Er hat gut stillgehalten. Oh. Alter! Wuhu! Alter! Was ein fettes... Ja, die 40 Uhr. 40? Ja, ist, unsere Mühe wurde belohnt. Es ist heute sauwindig und ja, wir ziehen es einfach durch. Und was haben wir? Einen schönen 40er Barsch. Ich hatte eben schon einen 38er. Der ist nochmal eine Nummer dicker. Richtig schön. Und jetzt kommt er wieder rein. Stunden ging nichts mehr, die Sonne geht unter, mein Bootskollege will nicht mehr angeln, das bedeutet, wir beenden das Video. Wir haben heute ein paar schöne Barsche gefangen, auch ein paar andere schöne Fische, hatten heute echt mit den Bedingungen zu kämpfen und haben morgen wahrscheinlich nochmal das gleiche vor, angeln. In dem Sinne, macht's gut und danke fürs Zuschauen.